Dies ist die Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 19. Februar 2015. Ich spreche gleich mit Frau Inge Rauscher. Es geht um das EU-Austrittsvolksbegehren in Österreich. Guten Abend, Frau Rauscher. Grüß Gott. Frau Rauscher, Sie sind von der Initiative Heimat und Umwelt. Warum setzen Sie sich dafür ein, dass Österreich aus der EU austritt? Es hat natürlich sehr viele Gründe, aber die wichtigsten sind vielleicht die. Einerseits ist es natürlich der enorme Verlust der Freiheit und Selbstständigkeit unseres Landes. Als EU-Mitglied haben wir im eigenen Land überhaupt nichts mehr zu reden. Dann ist es natürlich die enorme wirtschaftliche Abwärtsentwicklung, die eingetreten ist in den 20 Jahren unserer Mitgliedschaft. Es wird der Kaufkraftverlust seit der Einführung des Euro auf bis zu 50% der Einkommen geschätzt. Das ist ja gewaltig. Und dann ist es im Fall von Österreich natürlich vor allem auch die Neutralität, die mit der EU-Mitgliedschaft verloren gegangen ist. Österreich nimmt jetzt sogar schon an NATO-Manövern teil. Das ist mit unserer Verfassung völlig unvereinbar. Und wir wollen unser freies und neutrales Österreich wieder zurückhaben. Dieser Kaufkraftverlust, den Sie ansprechen, geht das vor allem auf die Gemeinschaftswährung, den Euro, zurück? Vorwiegend, ja. Vor allem natürlich jetzt auch in letzter Zeit noch zusätzlich auf diese Euro-Rettungspakete. Das hat sich natürlich dann noch zusätzlich ausgewirkt. Wir hätten ja sofort auf einen Schlag 48 Milliarden Euro, mehr zur Verfügung, wenn wir nicht mehr beim ESM und beim EFSM sind. Die hängen ja auch mit der EU-Mitgliedschaft und mit dem Euro zusammen. Und diese enormen Haftungsverpflichtungen würde Österreich sofort los sein bei einem Austritt aus der EU. Jetzt könnte man ja sagen, diese vier in Anführungsstrichen Rettungsmechanismen, die auch Professor Schachtschneider als Bankenrettungsmechanismen sinngemäß bezeichnet, von der Griechenlandhilfe, EFSM, EFSF und ESM, das macht man ja im Namen des Euro, würde, und deswegen dürfen dafür ja die Staaten bezahlen, die die Währung Euro haben. Würde es nicht vielleicht reichen, nur aus dem Euro auszutreten? Naja, es ist ja nicht nur die finanzielle Seite. Es ist ja eben, wie eingangs schon gesagt, die ganze Unfreiheit, die verbunden ist mit der EU-Mitgliedschaft, bei uns eben auch die Neutralitätsfrage. Die hängt natürlich nicht mit dem Euro zusammen, sondern mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Und natürlich sind es auch andere Fragen, wie zum Beispiel auch Umweltfragen. Wir sind durch die Mitgliedschaft bei der EU automatisch auch Mitglied beim Euratom-Vertrag, obwohl Österreich eine Volksabstimmung hatte, wo die Atomenergie, die Nutzung der Atomenergie abgelehnt wurde, müssen wir trotzdem jährlich hohe Fördermillionen zahlen für den Euratom-Vertrag, das heißt für die Förderung der Atomenergie. Dann ist es natürlich auch die ganze Frage der Gentechnik, dieses Freihandelsabkommen mit den USA, das jetzt geschlossen werden soll oder vielleicht sogar schon geschlossen ist hinter den Kulissen. Man erfährt ja nichts wirklich Genaues. Das wird natürlich eine enorme Verschlechterung im handelspolitischen Bereich mit sich bringen. Das Kleingewerbe, die kleinen Bauern, das Handwerk, der Mittelstand werden überhaupt keine Chance mehr haben, sofern dieses Abkommen in Kraft tritt. Und in dem Moment, wo wir aus der EU draußen sind, kann es für uns gar nicht in Kraft treten. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, die auch so argumentativ mit dem Euro in Verbindung gebracht worden ist. Es gibt ja auch noch den Fiskalpakt, den hat Österreich ja ratifiziert und darüber bekommen ja Staaten Auflagen, wenn sie ein zu hohes Haushaltsdefizit haben oder zu hohen Gesamtschuldenstand, durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt, bekommen Staaten Auflagen, wenn sie Ungleichgewichte haben, das heißt über einen Höchstwert oder über einen Mindestwert ist bei mindestens einer der Kennzahlen, die die EU-Kommission festgelegt hat. Und die EU-Kommission kann auch haushaltsmäßige Überwachung machen bei den Staaten, die den Fiskalpakt ratifiziert haben, ob die Euro haben oder nicht. Den hat Österreich ja auch ratifiziert. Und jetzt, selbst wenn man aus dem Euro rausginge, wäre man ja dann noch nicht unbedingt aus dem Fiskalpakt raus. Ist das auch ein Grund für, für den Euro-Austritt? Naja, schon. Aber man muss einmal überlegen, ja, brauchen wir eigentlich eine Gouvernante in der Haushaltspolitik, sprich Brüssel? Österreich ist ja für ein selbstständiges Land immer gewesen und wir können uns unseren Haushalt selber machen. Man
man muss einmal nur denken dran, dass wir ja auch Nettozahler bei der EU sind, so wie Deutschland ja auch. Das heißt, wir zahlen jedes Jahr Milliarden Euro in der Zwischenzeit, auch im Fall des kleinen Österreichs sind es bereits Milliarden Euro, die wir jährlich als Mitgliedsbeitrag nach Brüssel abführen, wo wir nur einen Bruchteil davon wieder zurückbekommen. Und das, was wir zurückbekommen, das nennt man dann EU-Förderungen. Das ist ja direkt grotesk. In Wahrheit fördern wir die EU seit 20 Jahren und nicht die EU Österreich in irgendeiner Form. Also da gibt es ja noch eine Menge andere Komponenten, man kann das gar nicht alles so in einem sagen. Und unsere Meinung ist eben, dass die Bevölkerung, der Staat selbst verantwortlich sein soll, auch für seine Fiskalpolitik, und dass man da niemanden braucht, der einem von außen vorgibt, was man zu tun und zu lassen hat. Das heißt, wenn Sie das Geld für die EU sparen, dann haben Sie schon einen großen Schritt gemacht gegen das Haushaltsdefizit, falls es eins gibt. Ganz richtig, ja. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass ja in der EU die Großkonzerne hinter den Kulissen mit ihren ganzen Lobbyisten und so das Sagen haben und viele Gesetze, die am Anfang so aufs Erste einem ein bisschen so hirnrissig vorkommen, die haben den tieferen Sinn, nur die Großkonzerne zu begünstigen und damit den Mittelstand hinwegzufegen. Von der Glühbirnenverordnung angefangen bis über die Staubsauger, bis über die allergiefreien Speisekarten und so weiter. Das hat nur den Sinn, den Kleinbetrieben zu große administrative Lasten aufzubürden, das geht ja bis hin zu den Bauern auch, damit diese aufgeben und alles nur mehr die Großkonzerne bekommen. Und das schlägt sich ja dann letztlich auch in den wirtschaftlichen Kennzahlen nieder, denn der beste Arbeitsplatzerhalter ist eben der Mittelstand und damit bleibt auch die Kaufkraft erhalten der Bevölkerung. Und wenn man diesen immer mehr dezimiert, dann bekommen wir auch große finanzielle und Budgetprobleme automatisch. Sie haben eben auch die Umwelt angesprochen, insbesondere die Atomsubventionen und auch die Gentechnik. Stehen dem denn auch Nachteile gegenüber, wenn Österreich aus der EU austreten würde? Also jetzt gemeinsame Umweltpolitik der EU. Ja, was heißt gemeinsame Umweltpolitik? In der EU wird der Transitverkehr enorm gefördert. Es sollen ja jetzt riesige Gigaliner auf unsere Straßen losgelassen werden. Die EU-Umweltpolitik in dem Sinn ist ja nur eine Augenauswischerei. In Wahrheit ist es so, gerade in Österreich, wir waren Vorreiter in der Umweltpolitik in vielen Fragen. Denken Sie nur an das Tierschutzgesetz. Österreich hatte ein vorbildliches Tierschutzgesetz, wo Lebendtiertransporte nur bis zu 5 Stunden bis zum nächsten Schlachthof sein durften. Das geht in der EU natürlich alles nicht. Das Gesetz war sofort Makulatur mit dem EU-Beitritt. Durch den Wegfall der Grenzen können Sie ja gar nicht mehr kontrollieren, was überhaupt über die Grenzen kommt. Die Lebendtiertransporte werden heute in riesigen Umfang von Norddeutschland bis Sizilien geführt. Das wäre alles undenkbar, wenn wir wieder ein eigenes Land wären und wir das Recht haben, unsere eigene Politik zu bestimmen und gerade auch im Umweltbereich. In der österreichischen Verfassung steht ja, dass Österreich ein Staat ist und dass die Macht vom Volke ausgeht, zumindest so sinngemäß. Naja, das ist ja das Problem jetzt. Wir haben jetzt eigentlich 2 Verfassungen gleichzeitig, die einander diametral widersprechen und die aber beide gültig sind. Das ist ja das ganze Schizophrene an unserer jetzigen staatlichen Lage sowieso. Die österreichische Bundesverfassung, so wie sie bis zum EU-Beitritt bestanden hat, gilt nach wie vor, damit auch die Neutralität, die ist ja Verfassungsgesetz. Und gleichzeitig gilt aber auch der Lissabon-Vertrag, der ja de facto die EU-Verfassung ist. Das hat man ja nur anders genannt. Also, und diese beiden Verfassungen widersprechen einander in vielen Punkten. Wie soll so ein Staat eigentlich auf die Dauer funktionieren? Wir stehen im Grunde genommen als Bürger ständig mit einem Fuß im Kriminal. Und wir wollen einfach die EU-Verfassung wieder loswerden und unsere österreichische Bundesverfassung wieder voll in Kraft setzen und keine zweite parallel daneben haben. Die EU hat aber kein Volk, die kann doch kein Staat sein, zumindest nicht nach der Drei-Elemente-Lehre, die in Deutschland gilt. Sie sagen es, aber sie gebärden sich, als wären sie ein Staat und sie nehmen sich ja auch immer mehr staatliche Rechte heraus. Es soll ja jetzt sogar eine europaweite Arbeitslosenversicherung entstehen, das ist ja eines der neuesten Projekte, sodass sozusagen einzelne Staaten dann für die Arbeitslosen von ganz Europa aufkommen werden müssen und solche Dinge, ja, also das ist ja eine Art europaweiter Finanzlastenausgleich, das kann also unmöglich funktionieren und am Ende werden wir dann alle nur mehr arm sein. Das ist keine Zukunft unserer Meinung nach.
Es müssen die kleinere Länder wieder für sich selbst verantwortlich sein und ihren Haushalt regeln, und die Leistungskraft ihrer Bevölkerung muss eben abgestimmt sein, auch auf das, was man sich dann tatsächlich leisten kann. Man kann eben nicht riesengigantische Projekte ständig also da loslassen, wo man gar nicht weiß, wie man sie finanzieren soll. Zum Beispiel auch der Brenner Basistunnel und ähnliche Projekte, das sind ja gigantische Ausgaben, die werden ja eigentlich nur für den europaweiten Transitverkehr gemacht und nicht für unser eigenes Land. Aber wir müssen den Löwenanteil davon bezahlen. So gibt es natürlich viele ähnlich gelagerte Projekte. Also das ist keine Zukunft, und der Demokratieverlust, der mit der EU-Mitgliedschaft überhaupt einhergegangen ist, der kann nur beendet werden, wenn wieder zurückgeführt wird auf kleine, überschaubare Einheiten. Nur dort kann sich Demokratie wirklich entfalten und kann auch eine echte Bürgernähe wieder einkehren. Österreich ist ein föderaler Staat, so wie Deutschland ja auch, und die EU ist das eben nicht. Da gibt es ja auch die Vorrangfrage. Die EU hat seit dem Lissabon-Vertrag, vorher hat sie sich angemaßt, das stand nicht in den Verträgen, hat in ihren Verträgen stehen, dass jetzt das EU-Recht über allem nationalen Recht, auch über den nationalen Verfassungen steht. Aber in der österreichischen Verfassung ist das nicht genehmigt worden, und in anderen Verfassungen, wie zum Beispiel in Deutschland, wo bestimmte Dinge unantastbar sind, und in der polnischen Verfassung, wo ausdrücklich drin steht, dass die polnische Verfassung über allem anderen Recht steht in Polen, passt das nicht zusammen. Wie wird das denn in Österreich gelebt? Also da muss man zwei Sachen vielleicht sagen. Ja, das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat doch einiges aufgrund immer wieder fundiert vorgetragener Prozesse in Richtung demokratischerer Handhabung schon veranlasst. Der österreichische Verfassungsgerichtshof leider nicht. Hier wurde das auch gemacht, aber bei uns ist kein Rechtsschutz gegeben worden, den Bürgern in keiner Weise. Dadurch ist unsere Rechtslage hier etwas schlechter als die deutsche. Aber was man natürlich hier überhaupt nicht vergessen darf in dieser ganzen Frage Rechtsanwendung, es sind ja nicht nur die Verträge maßgeblich, sondern vor allem auch die Urteile vom Europäischen Gerichtshof. Und der Europäische Gerichtshof hat seit Jahren gnadenlos den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht in allen seinen Entscheidungen durchgesetzt. Und das ist dann sozusagen die Praxis. Das macht er seit 1964, obwohl es erst seit dem Lissabon-Vertrag in den Verträgen steht. Ja, so ist es, genau. Nicht? Also das muss man sehen, ja. Vor allem natürlich auch die neoliberale Wirtschaftsverfassung, die steht ja in dem Sinn eigentlich nirgends. Ich meine, wenn man jetzt die vier Grundfreiheiten hernimmt, da steht sie schon. Aber der EuGH handhabt das natürlich total rigoros. Es wird kein Bestimmungslandprinzip anerkannt, wie es zum Beispiel in der Welthandelsorganisation der WTO sehr wohl möglich ist. Wir würden ja WTO-Mitglied bleiben, wenn wir aus der EU ausscheiden. Und es wird nur das Herkunftslandprinzip anerkannt vom Europäischen Gerichtshof. Und das bedeutet, dass kein Land seine hohen Produktionsstandards, sei es jetzt im arbeitsrechtlichen Bereich, im arbeitnehmerrechtlichen Bereich oder im ökologischen Bereich halten kann, weil Tür und Tor geöffnet ist, Billigimporten, die eben mit Substandards hergestellt werden. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir so viel produzierende Betriebe verlieren. Die werden dann alle in Billiglohnländer verlegt. Das wird ja in Deutschland nicht viel anders sein. Und überbleiben nur ganz wenige Betriebe und viele Arbeitslose bei uns. Wir haben ja eine massiv steigende Arbeitslosigkeit. Wir haben jetzt die höchste Arbeitslosigkeit in der gesamten Zweiten Republik. Das ist natürlich auch eine extrem besorgniserregende Entwicklung. Und wenn wir aus der EU wieder austreten, dann bleiben wir trotzdem automatisch WTO-Mitglied. Und dann kann das Bestimmungslandprinzip wieder eingeführt werden. Das würde unserer Volkswirtschaft enorm helfen. Vor allem, man redet ja oft auch von nicht-tarifären Handelshemmnissen, bei so Freihandelsverträgen. Ich frage mich, ob bei dem Herkunftslandprinzip, gelten dann auch die Sozialvorschriften, die Umweltvorschriften, die Produktsicherheitsvorschriften und so weiter, alles von dem Herkunftsland? Ja, das läuft ja heute so, nicht? Und das ist ja eben genau das Problem, nicht? Und das ist für die Großkonzerne, die Transnationalen, natürlich eine unheimliche Verlockung. Die produzieren dort, wo es eben keine solchen Standards gibt, und verkaufen aber dann dort, wo die hohen Standards sind, und unterbieten damit die örtliche Produktion spielend. Und da kann kein Unternehmer, der es ehrlich meint, in irgendeiner Weise mithalten. Das ist aber eine total ungesunde Entwicklung.
Entwicklung, die ja vor allem auch den Entwicklungsländern selber am Kopf hält, weil so wird es bei denen nicht besser werden. Jetzt scheint das der EU ja noch nicht zu reichen. Die verhandeln ja gerade an drei Freihandelsverträgen, wobei sie eins scheinbar fertig ausgehandelt haben, das ist Vertrag CETA mit Kanada, TTIP mit den USA und TISA, ich glaube mit 20 oder nee, mit 22 weiteren Nicht-EU-Mitgliedstaaten. Was wissen Sie darüber? Ja, man weiß ja nicht sehr viel, nicht, weil das ja alles geheim sich abspielt und die Regierungen das ja auch sogar irgendwie leugnen. Man hört so hinter den Kulissen, es hätten die Regierungen sowieso schon zugestimmt, die Nationalen, die sagen es nur zu Hause noch nicht. Also das werden wir sicher viel zu spät erfahren, was da überhaupt beschlossen wurde und wenn, dann ist es schon ein fait accompli und man kann sowieso nichts mehr ändern dran. Und das ist ja genau eine Entwicklung, die für uns nur den Schluss zulässt, wir müssen aus der EU wieder austreten, damit wir nicht überhaupt in jeder Hinsicht hintergangen werden als Bürger. Ich finde ja alle diese Verträge, weder der Lissabon-Vertrag noch der Nizza-Vertrag noch der Amsterdam-Vertrag, sind ja alle nicht bei der Bevölkerung abgestimmt worden. Das ist ja sowieso schon undemokratisch gewesen und ist auch ein Verstoß gegen die österreichische Bundesverfassung. Und wenn dann jetzt der gesamte Handelsbereich auch noch hinter den Kulissen abgeschlossen wird, über die Köpfe der Bürger hinweg, dann kann man überhaupt nicht mehr von Demokratie sprechen. Seit dem Lissabon-Vertrag ist, ich glaube im EU-Vertrag ist es geregelt, der Außenhandel alleinige Zuständigkeit der EU. Also kann die EU zumindest alleine, ohne die mitgliedstaatlichen Parlamente um Erlaubnis zu fragen, zumindest aushandeln, internationale Handelsverträge. Die Frage ist natürlich, kann die EU die auch alleine abschließen? Muss dann nur das Europaparlament zustimmen oder auch die nationalen Parlamente? Gab es in Deutschland eine kontroverse Debatte? Naja, selbst wenn, ja. Also wenn man die Praxis kennt, ja, das man müsste eigentlich sagen EU-Parlament. Europaparlament ist ja schon der falsche Ausdruck, nicht? Das EU-Parlament, ja, hat ja die wichtigsten Beschlüsse trotzdem alle immer nur abgenickt. Der sitzt denn dort, das sind ja letztlich auch die großen Fraktionen, die da das Sagen haben. Und in den Parlamenten ist es im Grunde genommen ja nicht so viel anders. Denn die Parlamente hätten ja früher schon die Volksabstimmungen durchsetzen können bei diesen Verträgen und haben es eben nicht getan. Also ich sehe die Hoffnung sehr klein, dass es jetzt bei den Freihandelsabkommen sein soll. Denn die Dominanz der USA im ganzen politischen Bereich ist ja mit Händen zu greifen. Man braucht sich ja nur die Entwicklung in der Ukraine anschauen. Es ist doch ungeheuerlich, dass ein neutrales Land wie Österreich Wirtschaftssanktionen gegen Russland mitträgt, ganz offiziell. Wirtschaftssanktionen sind nichts anderes als ein Wirtschaftskrieg und das ist fast immer in der Geschichte die Vorstufe zu einem echten Krieg gewesen. Und bitte sind wir uns eigentlich im Klaren, was ein Krieg der EU gegen Russland, der USA gegen Russland mit der EU im Schlepptau, das heißt also auch mit unseren Ländern im Schlepptau eigentlich bedeutet? Ich glaube, das überlebt keiner. Ja, eben, nicht? Also man ist sowas darf man doch nicht einmal im Entferntesten in den Raum stellen. Und wenn man aber viele Aussagen der führenden Politiker, vor allem auch amerikanischer Politiker und NATO-Politikern der letzten, ich weiß nicht, des letzten halben Jahre sich vor Augen hält, dann ist das für die ganz normal, dass man auch einen Krieg mit Russland in Erwägung zieht. Also da müssten ja alle Alarmglocken läuten und wir müssten alle auf der Straße sein und dagegen protestieren. Aber unsere Medien transportieren das viel zu wenig, damit ist das den Bürgern nicht so bewusst, was da eigentlich abläuft. Wie wäre die Situation Österreichs denn, was den Ukraine-Konflikt angeht, besser? Was könnte Österreich denn mehr beitragen zur Stärkung des Weltfriedens, wenn Österreich aus der EU austreten würde? Naja, Österreich müsste eine Position vertreten, die natürlich keiner Seite zugeneigt ist. Das ist ja der Sinn der Neutralität, so wie es ja letztlich die Schweiz auch macht. Und wir wären dann eben ein Ort, wo man auch wirklich verhandeln kann, wo alle sich treffen können. Und wir müssten unsere Stimme immer erheben, ja, dazu, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Und das Völkerrecht ist ja in dieser ganzen Entwicklung nicht eingehalten worden, denn es war ja diese ganze sogenannte Revolution in der Ukraine ganz offensichtlich vom Westen finanziert. Da sind ja tausende NGOs dort tätig gewesen und bezahlt, ja, von Finanziers aus dem Westen, aus den USA in erster Linie. Das ist ja schon an sich keine demokratische Entwicklung gewesen. Und ein Landesteil, sagen wir so, wie die Ostukraine jetzt zum Beispiel,
hat völkerrechtlich jedes Recht dazu, Autonomie zu verlangen. Und es hat auch das Recht, es gab ja dort auch eine Volksabstimmung, einen neuen Staat auszurufen. Das ist in der UNO-Charta völlig gedeckt. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker steht vor dem Selbstbestimmungsrecht der Staaten in der UNO-Charta. Und das darf man keinem Volk verwehren, wenn man das Völkerrecht einhält. Und das tut die Politik des Westens derzeit absolut nicht. Dazu könnte ein neutraler Staat aber aufrufen, die Einhaltung des Völkerrechts wahrzunehmen. Und wenn es solche Stimmen mehrere gibt, dann, ja, die würde es ja dann geben, dann wird das auch Wirkung haben. Und das fehlt eben jetzt. Es gibt eine Resolution der UNO, die ist allerdings schon eine ganze Menge Jahre alt. Die sagt eben, dass die Souveränität der Staaten, Artikel 2 Absatz 1 UNO-Charta, grundsätzlich stärkeres Gewicht hat, grundsätzlich, als das Selbstbestimmungsrecht der Völker, glaube ich, in Artikel 1 Nummer 2 UNO-Charta. Aber dass es eben Ausnahmen gibt, dass also wenn sich jetzt ein Volk unabhängig erklärt, das gewichtiger sein kann, ja, wenn es halt ein gewisses Maß so an Unterdrückung gibt gegenüber dem Volk. Ja, so ist es. Nicht gut, das ist natürlich dann Sache der Bevölkerung letztlich. Ja, dazu sind ja Volksabstimmungen da. Und es ist unverständlich, dass das sogenannte demokratische Westen Volksabstimmungen nicht mehr anerkennt. Wo kommen wir da eigentlich hin? Was interessant ist, es gibt ja dieses... Entschuldigung, ja? Es gibt ja dieses Gutachten über den Kosovo, ob der Kosovo... wo gefragt worden ist, ob der Landtag praktisch von Kosovo eine Unabhängigkeitserklärung machen durfte. Und da hat damals der Internationale Gerichtshof gesagt, er ist nur gefragt worden, ob er sich unabhängig erklären durfte, Kosovo. Und da hat er gesagt, ja, die Erklärung durften sie abgeben, aber es wurde nicht gefragt, ob der Kosovo jetzt unabhängig ist. Er durfte nur die Erklärung abgeben, ob daraus die Unabhängigkeit resultiert. Ist der IGH nicht gefragt worden und durfte er nicht beantworten. Und er hat es nur völkerrechtlich damals beantwortet, nicht nach Verfassungsrecht. Ja, aber gut, aber diese staatliche Souveränität des Kosovo ist anerkannt worden vom Westen. Warum dann nicht die Krim zum Beispiel? Ja, da ist ja der Fall noch eindeutiger. Ja, und warum auch nicht in der Ostukraine? Ja, man könnte ja dort zumindest auf eine Autonomie hinarbeiten. Es könnten ja ganz normale Autonomieverhandlungen stattfinden. Also dass dort ein blutiger Krieg mit vielen, vielen Opfern in der Zwischenzeit und großen Zerstörungen auch an der Zivilbevölkerung stattfindet. Also das ist ja wirklich eine Schande unseres Jahrhunderts bereits. Seine Exzellenz, der österreichische Bundeskanzler Herr Faymann, hat sich ja kritisch geäußert zu den Sanktionen gegenüber Russland, mehr als die meisten anderen Regierungschefs in der EU. Und das, obwohl er, soweit ich mich entsinne, bei Bilderberg-Konferenz letztes Jahr gewesen ist, wo es auch um die Ukraine ging und und andere Besucher eher sehr harte Töne gegenüber Russland geäußert haben. Ich frage mich, ob Österreich vielleicht auch innerhalb der EU schon eine Position hat, die stark genug für den Frieden ist. Naja, das ist eben wegen der Neutralität. Er musste sich so äußern, weil in Österreich natürlich die Bevölkerung stark hinter der Neutralität steht. Wir haben ja selbst als Initiative Heimat und Umwelt auch eine Resolution in der Ukraine-Frage verfasst. Die ist auch an den Bundeskanzler gegangen, an den Bundespräsidenten, alle offiziellen Staatsträger. Wir haben auch an die UNO geschrieben, an den Europarat und so weiter. Und haben die Position dargelegt, völkerrechtlich, dass man das bitte beachten möge, wie die Lage wirklich ist. Und in Österreich hat es viele solche Stimmen gegeben, auch von anderen Seiten. Und das hat eben schon eine gewisse Wirkung jetzt auch gehabt. Nur man weiß natürlich nie, wie sehr das nicht alles nur Sonntagsreden sind, ja, und wie sehr der Bundeskanzler da eben wirklich dahinter steht. Aber immerhin eine kritische Stimme diesbezüglich ist auch schon etwas wert. Aber besser wäre natürlich gewesen, die österreichische Regierung hätte die Sanktionen nicht mitgetragen, denn offiziell trägt sie ja doch mit. Wenn sie nicht in der EU wäre, hätte sie sie ja gar nicht mittragen können in der Form. Ist es, ganz genau. Und das ist eben auch außenpolitisch das Ziel, ja. Es ist einfach so, in dem Moment, wo es eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU gibt, kann man als einzelner Staat die Neutralität natürlich nicht mehr leben. Die Neutralität ist ja in erster Linie auch ein außenpolitisches Instrument, und dazu gehört eine eigenständige Außenpolitik.
Und es gibt ja auch eine eigene ständige Sicherheitspolitik. Das deutsche Verfassungsgericht hat nur untersagt, dass man es für Angriffskriege verwendet. Aber Angriffskrieg heißt ja, dass man irgendwo einmarschiert, wo man nicht, wo die dortige Regierung das nicht will. Aber es kann ja sein, dass andere Regierungen einen zu Hilfe rufen, mit denen man gar nicht verbündet ist. Genau, so ist es richtig, ja. Und das ist ja eigentlich auch schon ein Unterlaufen der Neutralität. Natürlich, natürlich. Die Neutralität ist mit dem EU-Beitritt de facto schon abgeschafft gewesen. Heimlich, still und leise. Man hat zwar bei den EU-Beitrittsverhandlungen einen Neutralitätsvorbehalt gemacht, einen sogenannten seitens der österreichischen Regierung. Der ist aber von der EU in keiner Weise übernommen worden oder in irgendeiner Form bestätigt worden. Auf das hat man dann einfach verzichtet. Also da hat das Unheil schon begonnen. Es ist natürlich dann verschärft worden durch die weiteren Verträge. Aber es ist durch den EU-Beitritt als solches automatisch die Neutralität verloren gegangen, weitgehend. Aber nur, wir wollen sie wieder zurückhaben. Sie besteht ja nach wie vor, sie ist nach wie vor geltendes Verfassungsgesetz. Und in dem Moment, wo die EU-Verfassung, der Lissabon-Vertrag für uns nicht mehr gilt, können wir das wieder voll in Kraft setzen. Und das fordern wir auch. Konferenz aussprechen muss, falls gerne und zum Ablauf noch was fragen. Ich wollte noch fragen zu dem Freihandelsabkommen. Ja. Es gibt ein Verhandlungsmandat, allerdings nicht mehr ganz aktuell. Also zumindest könnte es inzwischen überholt sein zum Teil, weil es noch datiert vom 17.06.2013 der EU-Kommission, was die EU-Kommission bei TTIP anbieten will. Und was vor allem hier sehr stark in der Kritik ist, sowohl bei TTIP als auch bei CETA, man will ja diese Schiedsgerichte machen. Also wenn man mit Drittstaaten Handelsstreitigkeiten hat, und zwar in der Form, dass ich für ein Land, was Investitionen gemacht hat, sich die Situation schlechter darstellt als zum Zeitpunkt, wo sie halt die Investitionen beschlossen haben. Wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Lohnnebenkosten erhöhen oder die Umweltmaßnahmen teurer werden, dass man dann Schadensersatz fordern kann von dem Staat, der halt Gesetze macht, die für den Investoren ungünstiger sind als zu dem Zeitpunkt, auf den der Investor dann vertrauen durfte. Wie sehen Sie das mit diesen Schiedsgerichten, die man da machen will? Dass das Gut, das ist ja überhaupt unerhört, dass man überhaupt daran denkt, solche Regelungen einzuführen, denn damit wird der Bürger und die Umwelt ja für vogelfrei erklärt. Also das ist ja praktisch dann wie im 19. Jahrhundert, das ist wie ein Feudalsystem. Früher waren es halt die Adeligen und die Kirche, die alle Rechte in der Hand hatten, und jetzt sind es dann eben die Konzernunternehmer. Die können dann alles bestimmen, die können sich über alle nationalen Regeln hinwegsetzen. Und diese Regeln werden ja nicht zum Spaß erlassen, sondern zum Schutz der Bevölkerung, zum Schutz der Gesundheit, zum Schutz der Natur, zum Schutz der Pflanzen, der Tiere und so weiter, ja. Also, dass man sowas aushebeln kann, dann erklärt man einfach wirklich die Chefetagen der Konzerne zu den neuen Herren der Welt. Und das kann es doch bitte nicht sein. Also sowas ist undenkbar in meinen Augen. Mit der Demokratie ist das unvereinbar. Total. es werden ja die Regelungen nicht verboten, nur man muss den entgangenen Gewinn dann bezahlen. Schon, aber ich meine, das läuft ja dann de facto hinaus, ja, dass sich kein Land mehr trauen wird, irgendwelche Gesetze einzuführen, die den Schutz der Bevölkerung ermöglichen und nicht nur den Schutz der Investitionen. Das wäre ja dann die Diktatur des Kapitals zum Quadrat. Was heißen Investitionen? Das heißt, wer das Geld hat, schafft dann an und kann sich die Gesetze machen, wie er will. Bei Wenn ihm dem irgendwelche Gesetze unangenehm sind, dann wird das halt eingeklagt, nicht? Und sein finanzieller Schaden, sein möglicher, sein potenzieller sozusagen finanzieller Schaden steht dann über allen anderen menschlichen Bedürfnissen. Ja, ich bitte, wo kommen wir da hin? im Vor allem der Rechtsweg, Ja. kommt man nach so einem Schiedsgericht dann noch in den nationalen Rechtsweg wieder zurück, das Genau, nicht? Das würde ja bedeuten zum Beispiel, ja, dass dann Bürger, ja, müssten dann irgendwo in Delaware oder ich weiß nicht, sonst irgendwo in einer Steueroase in der Welt, dort müssten sie dann prozessieren, um ihre Gesundheit in irgendeiner Form noch halbwegs retten zu können. Also das würde ja die Existenz von Staaten de facto überhaupt weltweit aufheben.
Man soll sagen, was man wirklich tut und es nicht so verstecken hinter so Begriffen wie Freihandel. Dieser Begriff klingt so positiv und die Menschen glauben, das ist was Nettes und Schönes. Aber in Wahrheit ist es, wie gesagt, die Diktatur des Kapitals. Wenn jetzt Österreich aus der EU austreten würde, Österreich wäre ja noch WTO-Mitglied, wissen Sie, was dann mit der EFTA-Mitgliedschaft würde, soweit ich mich entsinne? Wir würden das befürworten, die EFTA-Mitgliedschaft, das wäre eine der Möglichkeiten, die man dann ins Auge fassen könnte. Die Schweiz ist ja nach wie vor bei der EFTA, auch Norwegen, Island und so weiter. Und es gibt da viele Assoziationsabkommen, auch mit Überseestaaten. Man kann einen beträchtlichen Teil des Außenhandels auf diesem Wege miterledigen. Die EFTA ist eine sehr sparsame, kleine Organisation und da gibt es Einstimmigkeitsprinzip. Und was bei der EFTA vor allem wichtig ist, im Nahrungsmittelbereich erkennt die EFTA die nationale Souveränität an. Ja, und das ist extrem wichtig, denn bei der Lebensmittelproduktion gibt es halt einfach gewaltige Unterschiede von der Naturlandschaft her. Es können nicht überall zu den gleichen Produktionsbedingungen produziert werden und dass ein Land sich aus eigener Kraft ernähren möchte und kann, das wird in der EFTA eben anerkannt. Da ist der Freihandel sozusagen ausgenommen. Das ist ja vor allem auch wegen der Gentechnik wichtig. Ja, zum Beispiel, natürlich. Ja. Zweifellos, ja. Und die EFTA-Mitgliedschaft heißt auch nicht, dass man da keine Grenzen mehr haben darf, wie das ja bei der EU der Fall ist. Nicht? Die Schweiz hat ja eindeutig Grenzen. Nicht? Also das sind eine Menge Punkte. Die EFTA ist eben einfach keine politische Union, sondern sie ist eben nur ein Handelsverein und das ist ein großer Unterschied. Wer unterstützt denn maßgeblich das Volksbegehr noch außer der Initiative Heimat und Umwelt? Ja, wir sind ein Personenkomitee, ein überparteiliches, unabhängiges Personenkomitee. Es sind eben verschiedene Persönlichkeiten, es sind nicht Parteien in dem Sinn, ja, sondern eben Organisationen. Eine Tierschutzorganisation ist dabei, eine Initiative für direkte Demokratie. Es ist ein sehr bekannter Ressourcenökonom, Professor Wohlmeier, auch mit im Sprecherkomitee und die Frau Dr. Barke, eine Wiener Rechtsanwältin auch. Also es sind eben unabhängige Persönlichkeiten, die sich da zur Verfügung stellen. Und diese 10.000 Erstunterzeichner, die es ja bereits gibt im Volksbegehren, sonst wäre es ja gar nicht zustande gekommen, eben nach außen hin zu repräsentieren. Und wir hoffen, dass jetzt natürlich sehr viel mehr Leute unterschreiben werden, ist ja klar. 100.000 müssen es ja mindestens werden. Von 24. Juni bis 1. Juli ist die offizielle Eintragungswoche. Und da werden wir dann sehen, nicht? Es sollten halt möglichst viele mit tun, damit es dann auch wirklich ein politisches Gewicht hat. Dieses Jahr, Ende Mai, findet in Österreich auch die Bilderberg-Konferenz. Nee, Anfang Juni. Entschuldigung, Anfang Juni bekomme ich gerade mitgeteilt. Vom 8. bis 9. Juni die Bilderberg-Konferenz statt. Bilderberg ist so etwas Ähnliches wie ein Think Tank. Das heißt, da treffen sich immer Leute von großen Banken, Medien, auch Konzerne der Realwirtschaft, Politiker werden eingeladen und dieses Jahr treffen sie sich in Österreich am 8. bis 9. Juni. Sehen Sie da eine mögliche Auswirkung? Ja, das kann schon sein, aber wir müssen immer bedenken, wo unsere Ebene liegt und unsere Ebene ist einfach das Volk. Und überlegen wir mal, was Demokratie heißt. Demokratie heißt ja nicht, das Volk herrscht, das wird immer nur so behauptet, das ist ja de facto unmöglich, das geht schon von der Praxis her gar nicht, ja, sondern es heißt eben wörtlich, das Volk ist stark, das Volk hat das Sagen. Und das müssen wir, glaube ich, alle miteinander lernen. Wir müssen einmal als Bevölkerung verlangen, was wir wollen, wir müssen dann auch Verantwortung dafür tragen und das eben auf allen Ebenen, wo wir irgendwie möglich geltend machen, dann sind wir als Volk eben das Gegengewicht, zum Beispiel der Bilderberger Konferenz oder auch verschiedenen anderen ähnlichen, mehr oder minder geheimen Zusammenkünften. Das eine ist halt die Haute Volée sozusagen, wenn man so möchte, ja. Und das andere ist eben das gesamte Volk, das zusammenhalten kann, das eine Gemeinschaft bilden kann und das auf diese Weise auch eine große Kraft entwickeln kann. Nur, da sind wir noch lange nicht so weit wie die Bürger der Schweiz. Die haben das natürlich in 700 Jahren gelernt. Bei uns ist es ja nicht einmal noch 100 Jahre, also wir arbeiten daran, dass diese Thinktanks hinter den Kulissen nicht mehr alles alleine bestimmen können, sondern
gerade Bilderbergland, deswegen habe ich das Beispiel gebracht und auch wegen der zeitlichen Nähe. Bilderberg lädt ja in der Regel auch Spitzenpolitiker und führende Wirtschaftsleute aus dem Land ein, wo sie sich treffen. Und es ist eigentlich auch immer jemand von der EU-Kommission mit dabei. Und die werden sich natürlich, denke ich, auch sehr dafür interessieren, wie das Volksbegehren ausgeht. Ja, kann schon sein, ja. Aber in erster Linie ist es wichtig für uns selber, dass wir stärker werden, dass wir gemeinschaftlich auftreten lernen, ja. Und dann, wie soll ich sagen, ja, man kann hinter den Kulissen laufen, was will, wenn die Bürger einen entschlossenen Willen entwickeln und wenn sie sich natürlich auch sachkundig machen, das ist schon wichtig. Wir haben viele Jahre hindurch viele Publikationen unters Volk gebracht, immer wieder auch Veranstaltungen auf Video aufgenommen und so weiter, Fachreferate etc. immer abgehalten, damit eben Wissen auch entsteht und Wissen ist auch Macht, oder? Das weisen Sie sicher mit Ihrer Sendung ja auch, nicht? Sie tragen ja auch dazu bei, dass das Wissen steigt und dann können wir, glaube ich, schon Parole bieten. Wo kann man weitere Informationen bekommen über das Volksbegehren? Ja, also am besten wahrscheinlich bei der Internetseite, nicht? Die heißt jetzt eben www.volksbegehren-eu-austritt.at. Da ist immer halt das der aktuellste Stand. Oder man wendet sich direkt an uns, an die Initiative Heimat und Umwelt. Ja, wir haben natürlich eine Postadresse. Es gibt eine Telefonnummer. Ich weiß nicht, ob ich das durchgeben soll jetzt. Ist das sinnvoll? Sonst findet man sie auch im Netz und auf der Volksbegehren. Denke ich nicht. Seite. Ja, auf jeden Fall. Nicht? Also wir werden jetzt natürlich auch viele Aktionen unternehmen zur Verbreitung des Volksbegehrens. Es gibt natürlich Flugblätter, Aufkleber, es wird Plakate geben. Und wir schauen, dass wir das jetzt dann schon ordentlich in die Breite tragen. Wir machen natürlich auch immer Pressekonferenzen jetzt so in Abständen von 2-3 Wochen zu speziellen Themen, die mit der EU im Zusammenhang stehen und die werden dann auch dokumentiert in Filmen und so weiter und die werden dann eben auch verbreitet, zum Teil auch auf der Internetseite. Vielen Dank für das Interview. Ja, gerne.